Mahlzeit, schnell noch die Brille runter und dann geht's auch schon los. 13 Uhr, Wirecard, das Top-Thema nach wie vor am Markt. Gibt noch ein paar andere Sachen, über die wir sprechen. AMS gibt's heute Neuigkeiten, Dialog Semiconductor, auf Facebook müssen wir einen Blick werfen. Aber zunächst gilt natürlich erst einmal der Blick dem allgemeinen Marktgeschehen. Und da sehen wir, der DAX macht heute ein bisschen mehr als nur zu verschnaufen. 2,06% ist der Minus, das ist ein bisschen mehr als verschnaufen. So einen richtigen Grund dafür gibt es nicht. Wenn wir auf den IFO-Geschäftsklimaindex gucken, dann hat er sich aufgehellt. Wäre eigentlich eine positive Nachricht für den DAX. Aber die Gewinne von gestern fast alle schon wieder aufgebraucht. Und wir müssen ein bisschen überlegen, woran es liegt. Ich habe jetzt keine so richtig gute Nachricht dafür, wie ich sagen könnte, okay, das ist jetzt eine Nachricht, die den Markt nach unten drücken müsste. Vielleicht werden die Sorgen wieder ein bisschen größer. Das Thema zweite Welle ist noch lange nicht abgehakt. Aber auch heute gibt es da keine Nachrichten dazu, die das irgendwie so richtig hochkochen könnten. Vielleicht ist es einfach eine Entwicklung der letzten Tage, dass man sagt, vielleicht ist der DAX auch wieder ein Stück weit zu gut gelaufen. Wir waren ja schon wieder Richtung 12.500. Da kann man auch mal in Ruhe die Gewinne wieder mitnehmen. Besorgniserregend finde ich es jetzt nicht, aber eine Sache, die man auf jeden Fall beobachten müsste. Beobachten sollte man auch Facebook. Mark Zuckerberg ist so ein bisschen in die Kritik geraten und weil er sich da bei Trump nicht so richtig positioniert hat, wie sich das viele gewünscht haben, da ist so ein kleiner, erstmal nur ein richtig kleiner Shitstorm quasi losgebrochen, der auch die Mitarbeiter im eigenen Konzern betroffen hat, die gesagt haben, wir würden uns wünschen, dass wir uns hier stärker positionieren, wenn es um Rassismus und andere Dinge geht. Und jetzt scheint sich das auch so ein bisschen auf die Werbekunden durchzuschlagen. Jetzt haben wir mit Ben & Jerry's, die Eismarke, die kennt ja jeder, ne? Den mag man ja gerne, die haben gesagt, ab 1.7. werden wir bei Facebook erstmal keine Werbung mehr starten. The North Face auch, hat das auch schon gesagt. Also man muss gucken, wie sich das jetzt entwickelt, ob Facebook tatsächlich nochmal nachlegen muss und sagen muss, okay, wir grenzen uns auch beim Thema Rassismus stärker ab oder gehen hier stärker in den Vordergrund, positionieren uns besser oder ob tatsächlich noch mehr Werbekunden dann sagen, okay, solange Facebook das nicht macht, werden wir da auch nicht mehr werben. Also Ben & Jerry's hat gesagt, Instagram und Facebook erstmal ab 1.7. keine Werbung. Wenn die es alleine nur machen, wird es natürlich nicht ins Konto schlagen oder wird es wahrscheinlich kaum auffallen und dann wird es die Aktie auch nicht belasten. Aber wir haben auch schon mal so ähnliche Fälle gesehen, zum Beispiel bei Abercrombie & Fitch, war die Hip überhaupt Marke, was man am Körper tragen musste in den USA. Und dann hat der Vorstandsvorsitzende mal so ein paar Worte gesagt zu welche Leute seine Kleidung tragen sollten. Da ist so ein richtiger Shitstorm losgebrochen und was das am Ende dann auch für die Aktie bedeutet hat, das weiß jeder so ein bisschen. Also ist ein bisschen Vorsicht angedacht. Trotzdem, die Tech-Werte natürlich gestern wieder das Nonplusultra an der Wall Street. Amazon, Microsoft und eben auch Apple wieder ordentlich nach oben geschnellt. In Nasdaq ein neues Allzeithoch Richtung 10.300 waren die gestern schon fast. Ein bisschen dann darunter geschlossen. Also die Tech-Werte, auch Facebook war ja dabei. Wir sehen es hier gestern, 1,26% im Plus. Geben weiterhin den Ton an, werden weiterhin ausgemacht als die großen Gewinner der Corona-Pandemie. Über die anderen drei haben wir ja gestern schon gesprochen und wie man da vorgehen sollte. Daimler heute minus 4,16%. Das werden die Anleger wieder ein bisschen Risiko aus dem Depot rausnehmen. Da muss auch die Aktie von Daimler, die ja auch gar nicht mal so schlecht gelaufen ist, wenn wir hier gucken, seit Mitte März ein bisschen wieder bluten. 4% geht es nach unten. Es gibt aber eigentlich ganz gute Nachrichten da von Daimler. Besser gesagt, die sind eigentlich noch besser für die andere Aktie, über die wir auch schon ein bisschen gesprochen haben. Daimler hat sich klar positioniert, wer demnächst in Sachen autonomes Fahren und alles bei Daimler die Software liefert, und zwar Nvidia. Und da wissen wir ja, wenn wir uns den Chart angucken, da muss ich mein schönes Gesicht mal kurz rausblenden, damit man das auch so ein bisschen genießen kann, wenn man guckt, seit August 15, wo wir weit unter 50 Euro waren, Dollar waren und jetzt sind wir weit über 300 Dollar. Auch hier ist der Corona-Knick mehr als ausgebügelt, auch hier waren die Zahlen gut und auch hier dürfte die Story jetzt weitergehen und auch hier vor allen Dingen dürfte die Sparte Automotive bei Nvidia, die ja eher eine untergeordnete, eine kleine Rolle spielt, aber die trotzdem hervorragende Produkte hat, immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und jetzt hat sich eben auch Daimler klar zu dieser Software bekannt. Es gibt natürlich viele andere, wie Google oder sonst wer, die auch am autonomen Fahren forschen, auch Tesla. Nvidia hat angeblich schon die Software, dass das Auto automatisch im Parkhaus seinen Parkplatz sucht. Da müssen aber, glaube ich, auch die Parkhäuser mitspielen. War schon vor Jahren für mich so ein richtig gutes Ding, wo ich gedacht habe, ja, super, kann man echt machen. Ne? Fährt man einfach nur ins Parkhaus rein, steigt aus, das Auto sucht sich im Parkhaus alleine seinen Parkplatz und wenn man wieder fahren will, drückt man aufs Knöpfchen und fährt das Auto auch wieder vor und man steigt ein.
Das ist eigentlich eine schöne Lösung, sehr bequem. Dauert mit Sicherheit noch ein bisschen, bis wir das alles haben. Aber Daimler setzt jetzt halt eben komplett auf Nvidia. Ich glaube, unterm Strich, muss man sagen, profitiert Nvidia mehr davon als Daimler. Aber man kann sich natürlich beide Aktien angucken. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, Rücksetzer, würde ich bei Nvidia eher ausnutzen als eben bei Daimler. Volkswagen heute auch mit leichten Neuigkeiten, nur kleinen. Wir sind so ein bisschen auf dem Weg Richtung Sommerloch. Man kann ja froh sein, dass Wirecard noch da ist, dass es da tägliche Nachrichten gibt. Auch heute gibt es ja wieder ein paar neue, über die wir gleich sprechen. Volkswagen möchte eventuell die einst aus dem Konzern verbannte Tochter Europcar wieder zurückkaufen, um ihre Flotte oder um seine Flotte zu stärken. Angeblich, Insider berichten das, also meine Freunde, die mit der Sache vertrauten Personen, die sind wieder da und sind wieder unterwegs. Und zwar haben die gesagt, dass VW eventuell plant, Europcar zurückzukaufen, um sich auch besser im Geschäft mit Mietwagen zu positionieren. Und es hätte auch Vorteile für die eigene Flotte. Klar, kann man direkt an die Tochter die ganzen Autos verscherbeln, kurbelt den Umsatz und alles an. Aber keine schlechte Idee. Auch Sixt, wenn man die Aktie hat, sollte man auf jeden Fall im Depot halten. Denn wir wissen ja, Reisetourismus, eventuell viel mehr mit dem Auto, und ob ich jetzt einen teuren Flieger zahle oder ob ich mir einen Mietwagen leihe, damit ich die Kilometer, wenn ich in den Urlaub fahre, nicht auf mein eigenes Auto drauf leihe, macht unterm Strich wahrscheinlich auch nicht viel mehr aus. Deswegen sind die Aussichten, wenn die Reisewelle jetzt ein bisschen beginnt, auf jeden Fall bei Automobil- oder Autovermietern nicht so schlecht. Dann unsere Freunde von Wirecard, und ich habe alles mir nochmal angeguckt, jetzt gestern nochmal, heute früh nochmal und alles. Und eigentlich komme ich jetzt zu nur einem Ergebnis: rette sich, wer kann. Ich weiß, dafür werde ich hier wieder ein paar Sachen ernten, wo alle sagen, ah, bist du wahnsinnig. Aber man muss, oder ich muss ganz klar ehrlich sagen, es ist langsam an der Zeit, sich diesen Fehler komplett einzugestehen. Und auch nicht immer wieder aufs operative Geschäft zu verweisen, wie es Markus Braun getan hat. Weil man weiß gar nicht, wie viel dieses operative Geschäft überhaupt abwirft. Ob Wirecard überhaupt tatsächlich profitabel arbeitet. Jetzt hat auch der erste Kunde, Grab, Konkurrent von Uber, gesagt, wir arbeiten oder wir legen unsere Zusammenarbeit mit Wirecard erstmal aufs Eis. Also man muss tatsächlich sagen, es sind alles nur schlechte Nachrichten. Und aufgrund der Rechtsunsicherheit wird jetzt auch keiner um die Ecke kommen und sagen, hey, Wirecard ist ja bei 14 Euro ein absolut Top-Übernahmekandidat, da schlage ich direkt zu. Auch das wird meiner Meinung nach nicht geschehen. Es hängt am seidenen Faden an den Banken. Die haben gerade eben kurz vor der Sendung angeblich, wie Insider berichtet haben, also wieder die mit der Sache vertrauten Personen, einen kleinen Aufschub für Wirecard gewährt. Daraufhin ist die Aktie auch wieder ein Stück weit aus dem Minus zurückgekommen. Aber die Hoffnung ist meines Erachtens nicht mehr da. Und es ist ein reiner Zockerwert, und das sollte sich auch jeder, der meint, er muss hier noch eine Position eingehen, das muss er sich bewusst sein. Es ist tatsächlich nur eine reine Zockerei. Jetzt müssen die ganzen Zahlen überprüft werden. Angeblich läuft die Aufstockung oder besser gesagt die Verlängerung des Kredites unter der Prüfung, dass man wissen will, ob Wirecard überhaupt langfristig in der Lage ist, die Kredit zurückzubezahlen. Also es wird gerade getestet, wie profitabel, man weiß es ja eben nicht, das Geschäftsmodell von Wirecard überhaupt ist. Die Luftbuchung ist weg, damit man gut will. Überall muss man Abstriche machen. Ich habe ja auch hier, muss mir auch sagen, war auch einer meiner größten Fehler, ich habe ja auch hier immer manchmal kritisiert. Ja, Wirecard sagt, wir haben einen neuen Partner und Millionen Umsätze, aber Wirecard hat nie in diesen Pressemitteilungen gehabt, was das für sie unterm Strich bedeutet, was da für sie hängen bleibt, wie viel an der einzelnen Transaktion hängen bleibt. Wahrscheinlich sind die noch gar nicht mal profitabel, im schlimmsten Falle. Und dann werden die Banken wahrscheinlich auch eher die Reißleine ziehen und sagen, okay, dann schreiben wir lieber direkt ab, bevor wir denen jetzt einen Kredit gewähren und das ganze Spielchen sich weiter hinzieht. Aus diesem Grund dürfte der Kurs weiter unter Druck fallen. Und man muss auch sehen, wenn man jetzt drauf guckt, auch die Hedgefonds, die haben noch nicht angefangen, irgendwie einen Short Squeeze einzuleiten, wenn man auf die ganzen Sachen guckt. Glaube ich nicht. Die rechnen auch damit, dass es bei Wirecard noch weiter nach unten geht. Und sollten die Banken tatsächlich die Kreditlinie irgendwann nicht mehr verlängern, dann sprechen wir nicht mehr über 14 und über eine Range zwischen 10 und 20 Euro, dann sprechen wir wahrscheinlich von einer Range zwischen 50 Cent und einem Euro. Siehe Steinhoff, wo wir auch den Bilanzskandal hatten. Da waren auch Luftbuchungen.
Es bleibt abzuwarten, aber ich lege mich fest, ich fasse die Aktie von Wirecard nicht mehr an und auf die Short-Seite zu wechseln. Ich habe mir die ganzen Produkte heute nochmal angeguckt und eventuell gesagt, okay, wenn man diese Meinung hat und wenn man das noch so schlimm sieht, könnte man ja auf die Short-Seite wechseln. Aber da sind die Spreads und alles mittlerweile so hoch, weil vieles sich an der Volatilität ausrichtet und die ja bei Wirecard auch extrem hoch ist, habe ich da jetzt kein Produkt in dem Sinne gefunden, was mich jetzt total angesprungen hat. Es gibt sie natürlich, man muss selber wissen, ob man dieses Risiko eingeht, aber für mich ist Wirecard jetzt, und da lege ich mich fest, verbrannte Erde, die man nicht mehr anfassen sollte. DAX, gucken wir noch schnell auf die Tops und Flops. Es gibt nämlich keine Tops, alle 30 Werte im Minus. AMS kommen wir gleich zu. Infineon war der Wert, der sich noch am längsten im Plus halten könnte oder konnte, weil es heute noch aus der Chipbranche von AMS eben und von Dialog Semiconductor gute Nachrichten gab. Aber zuletzt auch bei Infineon wurde dann der Stecker gezogen. Auch hier, die Aktie ist ins Minus gewandert. Wirecard, klar, Daimler haben wir auch schon drüber gesprochen. MTU sehen wir auch, Henkel, Deutsche Börse. Also die Aktienwerte zuerst wird Risiko rausgenommen und dann vielleicht die Werte, die zuletzt auch so ein bisschen gut gelaufen sind, wie eben die Deutsche Börse und Henkel, da werden Gewinne gesichert. Kommen wir zu AMS. War ja auch eine Frage gestern, warum kommt die Aktie nicht so richtig aus dem Quark? Einer der Gründe ist unter anderem auch, weil eben AMS wahrscheinlich noch eine Kapitalerhöhung durchzieht für die Osram-Übernahme. Dann weiß man nicht genau, wie AMS mit Osram umgeht, wie Osram das, oder besser gesagt, dass Osram filetiert wird, das steht schon fest, aber was dann alles noch verkauft wird und wie hoch noch eine Kapitalerhöhung wird, alles so ein paar Unsicherheiten, die im Markt sind, deswegen ist die Aktie auch so richtig da seit Mitte März nicht mehr vorwärts gekommen. Jetzt gibt es aber von JP Morgan eine Hochstufung Richtung 20 Schweizer Franken. Wir sehen es hier, wir sind bei 17,06 Schweizer Franken, also noch ein bisschen Luft nach oben und die Aktie zieht heute auch kräftig an. Der Analyst, der das Kursziel von 20 Schweizer Franken ausgerechnet hat, geht davon aus, dass die Geschäfte bei AMS ein bisschen weiter anziehen und dass Mitte des Jahres auch dann spätestens bei Osram so ein bisschen die Krise überwunden ist und dass es aufwärts geht. Also wer den Zug noch nicht richtig verpasst oder noch nicht so richtig aufgesprungen ist, kann sich AMS jetzt angucken, aber natürlich heute 8%. Könnte noch ein Stück weit nach oben gehen, wenn dann aber auch kommt oder wenn dann alles auf dem Tisch liegt, wie dann noch eventuell eine Kapitalerhöhung aussieht und alles. Danach kann man sich die Aktien dann wieder ganz in Ruhe angucken. Dialog Semiconductor auch kräftig im Plus, heute zum zweiten Mal die Prognose erhöht. Man hat ja vorher schon mal aufgestockt und jetzt ist man auch zu der Ansicht gekommen, oder besser gesagt haben die Zahlen den Vorstand überzeugt, dass man an der Prognose nochmal schrauben kann, dass man sie nochmal nach oben ziehen kann, weil das zweite Quartal deutlich besser läuft, als es zunächst erwartet worden ist. Wir sehen es heute, 7,59% ist die Aktie im Plus. Bei den guten Nachrichten kann man sich auch nicht wundern. Also Dialog Semiconductor, es läuft wieder richtig gut. Da sind wir jetzt auch hier an dem Break, ungefähr bei 40 Euro. Wenn wir uns mal auch charttechnisch, haben wir dieses V quasi abgeschlossen. Bei der W-Formation wissen wir, würden wir das dann nach oben klappen und dann hätten wir das nächste Kursziel. Das wären dann in dem Fall hier, wenn man guckt, fast 60 Euro. Denke ich erstmal nicht, aber trotzdem, jetzt ist Drive drin und wenn man sich so ein bisschen sicherer durch die Corona-Krise schunkeln möchte, dann ist das jetzt Kaufsignal hier bei Dialog Semiconductor da, weil man hat das Corona-Tief quasi abgeschlossen und ist jetzt da drüber und die Aussichten bleiben auch weiter gut. Ja, Musterdepot leidet heute 9,3% und noch ein Plus, heute haben wir ein Minus eben von 1,36%, weil fast alles im Minus ist. Auch wie wir hier sehen, nur PowerCell, die gestern ja noch nach der Sendung einen neuen Auftrag vermeldet haben von Bosch. Bosch hat nochmal bestellt für ungefähr ein bisschen mehr als 2 Millionen Euro. Haben sie nochmal neue Powerstacks bei PowerCell bestellt. Mich würde ja viel mehr interessieren, da ist immer so ein Geheimnis drum, was macht Bosch damit? Bestellen die nur für die eigene Forschung? Bosch hat jetzt einen Kooperationsvertrag eben mit PowerCell, dass sie auch eventuell die Stacks selber produzieren können, ein bisschen verbessern können und alles. Das ist in diesem Joint Venture und in der Beteiligung mit drin. Mich würde jetzt interessieren, ob Bosch die bestellt und an irgendein Automobilbauer weiterleitet, ob man selber was damit macht, wo das Ganze herkommt. Das wäre natürlich die viel interessantere Sache als eben die Bestellung allein bei PowerCell. Aber die Bestellung trotzdem hat die Aktie gestern von PowerCell beflügelt und heute ist sie auch einer der wenigen Werte, die im Plus sind. Viel haben wir nicht, aber Eckert & Ziegler ist noch mit von der Sache und Endeavour Minings hat sich aus dem Minus auch mal wieder ins Plus gekämpft, weil der Goldpreis ja auch Richtung 1.800 US-Dollar auf ein neues Jahreshoch hinausläuft. Also auch hier sind die Aussichten gut.
Kommen wir zu den Aktien, die ich mir gestern ausgesucht habe. Ich habe kurz auf den vorgeschlagenen Robo-ETF geguckt, konnte jetzt nicht so daran finden, was man aussetzen kann. Ich habe mir die Werte ein bisschen angeguckt, die da auch einzeln drin waren. Auf Platz 1 Nvidia, hervorragend. Dann ist auch ServiceNow sehr hochgewichtet in diesem ETF. Habe ich ja auch im Musterdepot. Hat jetzt nichts gefunden, wo ich sagen würde, wow, muss man jetzt unbedingt nicht haben. Muss man ja aber auch überlegen, wo jetzt bei Robotechnik ServiceNow so ein bisschen dann reinpasst. Aber er ist nicht schlecht gelaufen. Er dürfte auch weiter nicht so schlecht laufen. Er liegt seit Jahresanfang, glaube ich, auch mittlerweile im Plus. Also da kann man jetzt nichts aussetzen. Das ist ein solides Investment, wo man jetzt aber auch nicht die Mega-Performance erwarten darf. Dann war gefragt worden nach Prosus. Die Abspaltung des australischen Konzern Naspers, die ganze weltweite Aktivitäten der Beteiligung sind hier gebündelt bei Prosus, die in den Niederlanden gelistet sind. Die Aktie ist heute minus und wenn man sich da anguckt, wo die überall beteiligt sind, da muss man sagen, wenn man sich auf die Aktie von Prosus setzt, dann setzt man eigentlich gar nicht auf diesen Wert, sondern wir gucken, hier haben wir die ganzen Beteiligungen, wo man dabei ist und da muss man ganz sagen, hier unten, da ganz unten links, vielleicht können es jetzt nicht alle sehen, aber kommt was, wenn man draufklickt, ja, da sehen wir es. Um die 30% ist Prosus an Tencent beteiligt. Alleine diese Beteiligung ist ungefähr genauso viel wert wie Prosus selbst an der Börse. Also ist es eigentlich, man setzt fast auf Tencent, wenn man die Aktie kauft. Dazu hat man eben auch noch, wenn man hier guckt, auch noch Delivery Hero, eine Beteiligung an Delivery Hero. Da ist so ein bisschen negativ aufgefallen. Oder was heißt negativ? Ist nie negativ. Aber hier hat man den Bieterwettkampf eben mit Takeaway um Just Eat verloren. Da hatte man auch im Millionen- und Milliardenbereich mitgepokert, aber am Ende den kürzeren gezogen. Trotzdem ganz solide Beteiligung. Und wenn man sieht, man hat ja auch, wenn man so ein bisschen vergleicht mit der Softbank, da war es ja jahrelang die Alibaba-Beteiligung auch, wo man gesagt hat, hey, die ist ja viel mehr wert als die Softbank selbst an der Börse. Dann ist das auch so. Wenn jetzt Prosus nicht noch einen Vision-Fonds auflegt, der so nicht so richtig in die guten Werte investiert, dann ist es, glaube ich, eine grundsolide Beteiligung, die auch weiterlaufen muss und die aber auch so ein bisschen von der Entwicklung eben von Tencent abhängt. Aber die Aktie ist ja zuletzt ganz gut gelaufen. Gucken wir uns noch einen kurzen längerfristigen Chart an und dann sehen wir eigentlich, dass sie sich auch gut erholt hat und das Coronavirus oder die Corona-Pandemie hier nicht ordentlich zu Buche geschlagen hat. Hat man alles schon wieder verdaut und ist auf neue Höhen geklettert. Unter 80 Euro kann man sich die Aktie definitiv ganz, ganz genau angucken. NetSense, ich habe gesprochen, ich habe meinen Kollegen gefragt, die jüngere Generation, er hat sich die Aktie auch ein bisschen angeguckt, gesagt, ist eigentlich nicht so schlecht, ist so ein bisschen, er hat gesagt, die Verknüpfung der virtuellen und realen Welt, wenn es um Bitcoin geht, also man kann aber noch nicht genau so richtig rausfinden, wie das dann genau abläuft, ob man dann mit Bitcoin auf der einen Seite bezahlt und auf der anderen Seite auch Bitcoin ankommt oder ob auf der anderen Seite eben dann Euro, Dollar oder sonstige Währungen ankommen. Kein schlechtes Geschäftsmodell, keine schlechte Idee. Es gibt aber auch viele nicht börsennotierte Unternehmen, die sich genau auch in diesem Bereich tummeln. Also auch hier ist die Konkurrenz groß. Man kann ein bisschen zocken, wenn es ein bisschen gut läuft. Ist eben der Vertreter, der hier eben an der Börse notiert ist. Wir sehen es auch hier, von 4 Euro sind wir langsam, aber stetig immer wieder bergab gegangen. Jetzt ist wieder ein bisschen Fantasie drin. Mein Ding ist es nicht. Aber muss jeder selber wissen und auch Alex und ich waren uns dann am Ende einig, es ist ein hochriskanter Zock, wenn man sich auf die Geschichte einlässt. Bisschen sicherer dann PayPal. Die haben ja auch gestern gesagt, dass sie eventuell planen, Bitcoin aufzunehmen, dass man auch mit Bitcoin über PayPal zu Werke gehen kann. Am Ende des Tages dürfte wahrscheinlich Bitcoin davon noch mehr profitieren, weil PayPal ja eben so einen großen Kundenkreis hat. Aber wer dann Bitcoin und die virtuelle Welt mit der realen Welt verknüpfen will, da finde ich, ist PayPal die bessere Alternative. Sollte die Aktie nochmal Richtung 160 Euro Dollar zurückkommen, dann gibt es da keine zwei Meinungen. Wir haben ja hier schon auch oft darüber gesprochen, ist ja auch immer oft gefragt worden, Mastercard, Visa oder PayPal, welche Aktie sollte ich nehmen? Wer sich daran erinnert, der weiß, ich habe immer gesagt PayPal, da liege ich jetzt nicht ganz so schlecht mit und
der Tipp ist dann auch weiterhin aufrecht zu erhalten. Wells Fargo, warum läuft die Aktie nicht? War auch noch eine Frage, die ich mir rausgesucht habe. Ganz klar, die Leitzinsen in den USA sind auf Null gegangen. Das bedeutet zum einen erstmal wieder weniger Einnahmen für die Banken. Zum anderen auch die Welle oder die zweite Welle, die Angst davor, die auch besonders die Banken treffen könnten. Also die Aussichten für die US-Banken gerade alles andere als so richtig rosig. Deswegen wird auch so ein bisschen auf die Bremse getreten. Wir wissen auch, Warren Buffett hat seine Anteile an den US-Banken reduziert. Da haben ja viele gesagt, nun, der alte Mann, der ist jetzt zu vorsichtig geworden. Glaube ich nicht. Die Aussichten sind nicht mehr so gut wie vor noch ein paar Monaten oder vor einem halben Jahr. Durch eben die drastische Herabsetzung der Leitzinsen und alles haben die Banken schon ein bisschen daran zu knabbern. Und natürlich, wenn eine zweite Welle kommen sollte, dann wird es die Banken auch hier nochmal treffen. Deswegen ist da aktuell auch nicht so viel Dampf in der Branche, wenn da nicht tatsächlich irgendwelche anderen Nachrichten kommen, die neue Fantasie wecken. Ausnahme, wir haben auch oft genug hier so ein bisschen drüber gesprochen, eben die Deutsche Bank, wo man sieht, dass die Restrukturierung weiter voranschreitet. Das war Mahlzeit für heute. Nein. Martin, Fragen? Wünsche? Eine Menge Fragen, du. Anregungen? Fangen wir einfach oben an. Was bei ThyssenKrupp los? Ich habe gerade keine Nachricht gefunden, die jetzt irgendwie den Kurssturz extrem begründen würde oder auslösen würde. Das ist, glaube ich, auch jetzt der allgemeinen Marktlage geschuldet. Wenn man guckt, ThyssenKrupp ist zuletzt auch ganz gut gelaufen und jetzt ist wieder so ein bisschen Panik im Markt und dann kommt die Aktie halt auch ein bisschen stärker zurück. Es ist ein hochriskanter Wert. Wir haben jetzt zuletzt gesehen eben, dass dass Brüssel den Verkauf der Aufzugssparte abgesegnet hat. Dann war ein bisschen die Fantasie drin, dass man sich vielleicht auch im Wasserstoffbereich jetzt tummeln möchte, dass man die Hochöfen eben emissionsfrei antreiben möchte. Das hat die Aktie eigentlich ganz gut getrieben. Und jetzt ist halt heute wieder so eine Phase, wo die Anleger leichte Panik, Panik will ich jetzt auch nicht sagen, aber wo so ein bisschen heute Gewinne sichern angesagt ist und dann guckt man, wie stark ThyssenKrupp zuletzt gelaufen ist und dann ist der Rücksetzer heute auch ganz so ein bisschen dadurch zu erklären. Deswegen auch immer diese Sache von mir, wo ich sage, man muss gucken, kurzfristig, langfristig. Wer langfristig bei ThyssenKrupp investiert bleiben möchte, der lässt sich davon heute auch nicht aus der Ruhe bringen. Oder wer noch plant, langfristig bei ThyssenKrupp investiert zu sein, denen sind solche Rücksetzer wahrscheinlich eher Chancen. Nur wer kurzfristig tradet und meint, man kann immer mit 100-200% in 4 Tagen sich quasi fürs Jahr dann absichern. Ja, das ist so eine kleine Traumvorstellung, die auch viele, die neu an die Börse kommen, dann erstmal lernen müssen. Auch bei Wirecard, wenn wir jetzt sagen, juhu, die steht irgendwann wieder bei 50 Euro. Ich glaube es einfach nicht. Und auch da muss man sagen, es ist ein bisschen Vorsicht geboten. Ich habe es gestern auch hier im Musterdepot gesagt, da haben ja auch einige geschrieben, ja, du kannst ja nicht Musterdepot mit Realdepot vergleichen. Klar kann man das nicht vergleichen. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich die Gewinne miteinander oder die Verluste miteinander vergleiche, sondern ich wollte einfach nur zeigen, wenn man breit im Depot streut, dann ist den Verlust, wie wir ihn bei Wirecard gesehen haben, den Kursrücksetzer, dann ist er natürlich schmerzhaft. Aber er lässt sich auch schneller wieder auffangen, wenn man zum richtigen Zeitpunkt die Reißleine zieht und wenn man eine gute Beimischung hat und die anderen Werte weiter steigen. Dann waren wir fast schon wieder gestern über 10%. Von daher nicht immer so gierig sein und sich dann das Depot nur mit einer Aktie vollballern. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, jeder muss sich auch sein eigenes Ziel setzen, wo man am Ende des Jahres, wenn man es auf Jahressicht sieht, denn eben landen will. Wer meint, er hat am Ende des Jahres sein Kapital verdoppelt, der hat auf so viel riskante Werte gesetzt oder muss auf so viel riskante Werte setzen, dass ich nicht unterschreiben würde, dass er das am Ende des Jahres auch schafft. Wenn man mal einen Verdoppler drin hat, wie jetzt zum Beispiel Nell oder so, dann kann man sich freuen, dann ist das gut, dann treibt das das Depot. Aber man wird nie ein Depot haben, wo 10 davon, Werte davon drin sind. Wenn man das hat, dann hat man 5 vielleicht, die im Plus sind und 5, die natürlich kräftig im Minus sind. Je mehr Aussichten auf Performance ich haben will, desto höher ist das Risiko. Ich finde, wenn man jetzt 100.000 als Grundlage nimmt und man hat am Ende des Jahres 10-15% plus gemacht, dann geht man vor Steuern mit einem erstmal Gewinn von 10.000 bis 15.000 Euro aus dem Jahr raus. Habe ich meinen Urlaub für nächstes Jahr gesichert oder kann mir irgendein Stück vom Haus weiter abbezahlen, Kredit tilgen oder irgendwas? Habe ich gemacht mit einem relativ soliden Depot, wo eben nicht das Risiko Oberkante Unterlippe ist. Das ist so die Dinge, die man sich vorher auch bewusst sein muss. Was will ich denn am Ende des Jahres erreichen? Jetzt habe ich mit Schein auch noch 10.000 in den Sand gesetzt, die kann ich noch steuerfrei abschreiben, dann gehe ich fast mit dem Wert auch so nach Hause.
Kann ich auch schön in Urlaub fliegen, 3 Wochen auf Hawaii oder irgendwas. Ja, habe ich meinen Urlaub verdient, auf Lau von der Börse. Wer aber meint, er kann sich in einem Jahr sein ganzes Haus abbezahlen, ja, der muss eben dann sein ganzes Geld auf eine Karte setzen. Und wenn das auf die Karte Wirecard war, dann kann man das Haus damit wahrscheinlich dann nicht mehr abbezahlen. So, nächste Frage. Wir kommen gerade von ThyssenKrupp und der Spekulation um Wasserstoff, nachhaltige Energien, auch ein Thema bei SIF Holding. Die kommen eigentlich aus dem Öl- und Gasbereich, machen jetzt aber wohl auch Fundamente für Windkraftanlagen. Schön. Da muss man dann auch gucken, wie sehr die Sparte dann in den Zahlen sich niederschlägt, wie groß die ist und alles. Habe ich jetzt noch nicht so von gehört, habe ich mir auch noch nicht so angeguckt. Ja, auf der einen Seite ist jetzt natürlich der Trend hin zu regenerativen Energien. Jeder will da so ein bisschen sein Stück abhaben. Es ist gerade eben hip und da muss man irgendwie da mitspielen. Aber man muss auch genau aufpassen, wenn man jetzt sagt, okay, ich spiele da mit oder ich steige in die Branche ein. Da muss man gucken, wie ist man mit den Kunden positioniert. Und da muss man genau gucken, wie viel vom Umsatz oder vom Gesamtumsatz macht die Sparte denn überhaupt aus. So kann ja jeder so ein bisschen selber mal für sich dann auch gucken, wie das gewichtet ist oder wie das auch zu gewichten ist, wenn man sich für einen Aktienkauf entscheidet. Wie groß ist die Sparte? Wie viel Umsatz vom Gesamtkonzern ist das dann? Und so kann man sich peu à peu da ein bisschen rein bewegen, weil natürlich machen jetzt viele Wasserstoff und alles. Jeder versucht da zu sagen, ja, hey, Wasserstoff, Wasserstoff, weil es ist nun mal hip. Wir haben es früher auch gesehen, wenn irgendwie einer, bei den Cannabis-Hype hat sich dann irgendwie einer nur umbenannt und wollte, nur weil er Cannabis im Namen hat, ist die Aktie mal eben dann 15%, 30%, 40% gestiegen. Aber keiner hat so richtig drauf geguckt, warum machen die überhaupt was mit Cannabis oder irgendwas. Das ist immer so ein bisschen so ein Hype und da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein und nicht blind hinter allem hinterherlaufen. Genau, das sind nämlich auch diejenigen, die hier unten dann schreiben, ich habe meine ganzen Wirecard-Aktien verkauft, ich bin sauer. Ja, wenn ich da zu gierig war, ist klar, dass man damit auf die Schnute gefallen ist, dann darf man auch sauer sein, aber dann ist der Fehler nicht bei Wirecard, sondern eigentlich trotzdem irgendwo auch bei einem selbst, weil man sein Depot nicht komplett gesund aufgestellt hat. Nächste Frage. Jawohl. Wunderbar, kommen wir zu ein paar klassischeren Werten. Rational AG. Ja, Großküchen. Ist zuletzt auch immer hervorragend gelaufen, hat jetzt in der Corona-Krise ein bisschen nachgegeben. Ich glaube, dass die Investitionssachen, die jetzt hier anstehen, ein bisschen nach hinten verschoben werden, weil da jetzt nicht so viel aktueller Bedarf ist. Wenn die Leute wirklich tatsächlich alle wieder in die Firmen zurückkommen, wenn die ganzen Kantinen und so wieder aufmachen und alles, dann kann man mit Sicherheit sagen, dass Rational auch wieder anzieht. Also auch hier ist es so eine Branche, wo ich sage, wo sich die Erholung und alles ein Stück weit nach hinten verschiebt, wo wir so im Bereich sind, so eher später als früher. Okay, machen wir weiter mit Vodafone. Ja, telefoniert wird immer, ne? Da habe ich tatsächlich auch nicht jetzt nach der 5G-Versteigerung alles noch nicht so genau drauf geguckt, dass ich jetzt aus dem Stehgreif sagen könnte, ich finde die Aktie gut oder ich finde die Aktie schlecht. Für mich rangiert sie gerade im Niemandsland, aber wir haben ja unseren berühmt-berüchtigten Zettel, ne? Den hole ich jetzt mal wieder hier. Und dann schreibe ich mir einen genaueren Blick auf Vodafone da drauf. Erledigt. Sehr gut. Und dann habe ich hier noch sehr, sehr viel X-Foto im Chat gesehen. X-Foto? Jo. Ich kann mir mal den Chart aufrufen, aber da kann ich jetzt aus dem Stegreif auch noch nichts zu sagen. Da müssen wir mal gucken, ne? Ich, ist natürlich X-Foto. Wenn ich jetzt aufs O drücke, bin ich kurz weg. Alles klar, bin ich wieder. So. Jetzt muss ich nochmal aufs O drücken. Ach, je. So. Also, ich schreibe es mir auf. Wir gucken es morgen, sonst dauert es hier zu lange. Dann schaue ich da morgen mal in aller Ruhe drauf oder gucke sie mir gleich erstmal in aller Ruhe an, damit wir dann darüber was sagen können. Haben wir noch einen Wert? Ich schaue gerade. Movi geht wohl gerade abwärts. Da könnte man noch drauf schauen. Zalandos Potenzial hatten wir schon drüber gesprochen. Dann sehe ich ganz, ganz viele Werte, die wir letzte Woche schon alle besprochen haben. BYD. Movi. Lachs. Jo. Der Lachs ist ab. Ist eigentlich zuletzt ganz gut wieder gelaufen bei Fisch und eigentlich mal sagen kann,
dass da dann die gesunde Ernährung ein bisschen im Vordergrund steht. Jetzt kommt die Aktie aber wieder ein Stück weit zurück. Die genauen Gründe dafür habe ich mir jetzt auch noch nicht angeguckt. Movie ist auch immer so ein Wert, der eigentlich relativ schnell nach oben rennt, dann wieder schnell zurückkommt und alles, wenn irgendwas ist. Auch den Wert schreibe ich mir auf für morgen und dann gucken wir uns mal an, was beim Lachsfischen alles gemacht wird. Dann verbleiben wir so. Wenn wir so verbleiben, dann sage ich Dankeschön, Kinder, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns morgen wieder. Erfolgreiche Geschäfte an der Börse sind heute schwierig, aber vielleicht hat man ja trotzdem die eine oder andere Aktie im Depot, die im Plus liegt, wo man drauf guckt und sich sagen kann, ach, ist alles nur halb so schlimm. Bis morgen.